Der Grundgedanke ist gewesen, einen Ort zu schaffen, ja, der Erholung, der Entspannung, dieses Runterkommen, einfach dieses, ja, Einssein mit der Natur und mit der Geschichte einfach. Mein Name ist Melanie Busse und ich bin Inhaberin des Hotels Schloss Tangermünde. Also ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen. Meine Eltern hatten hier schon ein Hotel und ursprünglich habe ich dann die Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht, um dieses Hotel dann zu übernehmen. Aber dann stand das Gebäude hier auf dem Burgberg zum Verkauf und da haben wir gesagt, okay, dann wagen wir das mal. Dieses Haus stand 10 Jahre leer und dementsprechend sah es dann halt auch aus. Also wir haben hier mit dem Haupthaus 2000 begonnen und dann sind Stück für Stück die Gartenhäuser dazugekommen. Die Stadt Tangermünde hat dann die alte Kanzlei saniert. Die Gartenanlage ist dann vervollständigt worden mit der Kaiserterrasse. Also ich muss sagen, ich habe eine ganz tolle Familie, einen ganz tollen Papa, der einfach Häuser instand setzen kann und einfach so die Fantasie hat, die Ideen hat. Und dieses Einrichten, das ist so mein Hobby, wo man sich natürlich auch ein bisschen austoben konnte. Also ich denke schon, dass ich einen alten Geschmack habe. Ich liebe es, in meinem Garten zu Hause zu sitzen. Und ich habe ein tolles Kind, mit dem man ganz viel Spaß haben kann. Und das ist so meine Auszeit. Wir befinden uns hier in der alten Kanzlei und es ist eigentlich eines der ältesten Gebäude in Tangermünde. Und das Schöne an diesem Haus ist einfach, dass es so ursprünglich ist. Also bei den Restaurierungsarbeiten durch die Stadt Tangermünde, auch wieder unter Mithilfe von EU-Fördergeldern, wurde halt sehr viel Wert darauf gelegt, dass diese Ursprünglichkeit erhalten geblieben ist. Also ich finde, das ist das schönste Gebäude, welches wir hier auf der Burganlage haben. Das ist einfach ein Bauwerk, welches gereift ist Stück für Stück und ja, was einfach lebt. Tangermünde ist eine wunderschöne Kleinstadt mit ganz vielen Fachwerkhäusern, ganz vielen Türmen. Der St. Stephanskirche als Wahrzeichen der Stadt. Der städtebauliche Denkmalschutz, der erst durch die Unterstützung von Bund und dem Land Sachsen-Anhalt ermöglicht wird, spielt hier in Tangermünde natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Die Tangermünder Altstadt hat sehr von den Unterstützungen profitiert. Man läuft quasi durch die Gassen. Man geht in die Kirche und man hat immer so dieses Gefühl, so mitten in der Geschichte zu sein. Wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, dass wir eigentlich so das Althergebrachte, das müssen wir uns einfach bewahren. Ich sage mal, die Zeit ist bei uns nicht stehen geblieben, aber sie läuft ein bisschen langsamer.